Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu Valheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir gehen heute ein bisschen sammeln. Wir haben zwar noch 50 Kernholz, aber wir haben ja in der letzten Folge gesehen, wie schnell das leer geht. Und es macht einfach keinen Spaß, wenn wir jetzt anfangen zu bauen und halt dann am Ende merken, oder halt relativ schnell dann merken, dass wir uns nichts mehr leisten können. Deswegen würde ich ganz gerne erstmal mit euch ein bisschen sammeln gehen. So, jetzt erstmal schauen, wir sind bei 67 Kilo, das ist eigentlich relativ optimal. Wir müssten nochmal eben die Axt reparieren. Und dann müssen wir mal gucken, wo wir am besten hingehen. Ich würde sagen, hier hinten, das ist eigentlich am nächsten dran. Bin mir nicht ganz sicher, wir hatten hier auch mal irgendwo ein Portal stehen, als ich da Kupfer sammeln war, oder nee, als ich Steine sammeln war. Vor etlichen Folgen. Huch. Aber ich habe keine Ahnung, ob das noch steht. Ich glaube nicht. Wir laufen einfach mal hin. Den uralten Skill haben wir am Start. Es ist ja echt Wahnsinn, wie viele Nixen hier mittlerweile rumrennen. Da muss sich irgendwas getan haben beim Update. Wir haben auch mittlerweile, glaube ich, fast 50 Nixenschwänze in der Kiste. Hätte man noch ein bisschen bessere Lebensmittel mitnehmen können. Die Ausdauer ist gerade echt ein bisschen... für den Arsch. Naja. So, wir sind auf dem richtigen Weg. Dann würde ich sagen, sammeln wir in der Folge mal ein bisschen Kernholz und gucken mal, was wir noch so alles Schönes finden. Wir der nächste Folge weitermachen können mit Bauen. Ich muss sagen, ich habe es mir jetzt im Nachhinein nochmal angeschaut. Die Fassade gefällt mir so eigentlich echt ganz gut. Da kommen vielleicht später mal noch ein paar Verzierungen und so ran. Aber so wie es jetzt aktuell ist, muss ich sagen, finde ich es schon sehr schnieke. Den da finde ich nicht so schnieke. Aua. Ach, die Ausdauer, ey. Seit wann brauchen wir zwei Schläge für so einen Typen? War das schon immer so? So, und zwar, wir brauchen keine Tanne, wir brauchen Kiefer, ne? Nicht richtig? Ich glaube, ich bin richtig. Was liegt denn hier? Hier liegt nur ein Baumstamm rum. Moment, hier waren noch Samen. Wir haben zwar etliche, aber liegen lassen möchte ich es trotzdem nicht. So, Tanne war doch normales Holz. Wir brauchen doch die Kiefer. Ah, ich hätte wirklich andere Lebensmittel mitnehmen sollen. Es tut mir leid. So, hier haben wir eine Kiefer. Dann würde ich sagen, wir lassen nochmal ganz kurz den Ausdauerbalken voll werden. Ah, wir haben auch keinen Ausgeruht-Skill. Das ist doof. Ich hatte letztens einen Kommentar. Vielen Dank erstmal dafür, dass wir uns natürlich auch mal schnell zwischendurch ein Lagerfeuer bauen können. Und dadurch 8 Minuten Ausgeruht-Skill wieder kriegen. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Man ist da irgendwie... gedanklich gar nicht mehr so weit, dass man das ja machen kann, weil man halt sich immer zu Hause hinsetzt. So, jetzt brauchen wir noch normales Holz, da wäre so eine Tanne ganz cool. Dann lasst uns das mal noch schnell bauen. Ich stand zwar kurzzeitig bei uns zu Hause rum, bevor ich die Folge gestartet habe. Huch. Aber anscheinend hat es nicht gereicht, um uns einen Skill zu geben. So, können wir es uns leisten? Wir können es uns leisten. Dann mal kurz hingesetzt, 8 Minuten reichen ja auch vollkommen aus. Auch nicht mit Steinen jetzt bewerfen. Hat irgendwie auch mal wieder was. So ein bisschen hier im Wald rumzusitzen am Lagerfeuer. Ich muss sagen, ich finde diesen Helm so geil. Das sieht einfach mega, mega cool aus. Hey, der ist, ich glaube, der ist abgehauen. Aua. Wir jetzt noch nah genug am Feuer. Ja, oben steht noch Feuer. Komm, dann mach jetzt mal hinne. Geh weg. Boah, dauert das am Feuer so lange? Oder gibt es das einfach nicht mehr seit dem Update? Jetzt wird es auch noch dunkel. Geil. Komm schon. Nein. Er bewirft mein Feuer. Da können wir vielleicht einfach nicht ruhen, wenn Gegner in der Nähe sind? Ich möchte jetzt auch nicht aufstehen. Am Ende fehlen noch 5 Sekunden, damit wir den Skill kriegen. Uiuiui, jetzt kommt hier aber irgendwo... Nö, klang, als würde so ein ganzer Mob kommen. Ja, schieß mich wieder zum Feuer. Danke. Auch nicht schlecht. Ja, wir warten mal noch kurz, aber ich glaube fast nicht, dass das noch was wird.
auch nochmal ein großes Sobby. Jetzt gemütlich eins. Hä? Das war sofort wieder weg. Ich glaube, es liegt an ihm. Das war schön verschenkte Zeit gerade. Tut mir leid. Aber es war halt kurz da und kam direkt wieder. Und ich glaube, jetzt steht gemütlich eins. Ja, darauf hätte ich natürlich achten müssen. Pardon. Ja, was ich sagen wollte, nochmal ein großes Sorry dafür, dass ich die Kommentare in letzter Zeit relativ spät erst beantwortet habe und beantwortet habe. Ich habe es einfach nicht mitbekommen tatsächlich. Ich habe mir gezwungenermaßen ein neues Smartphone kaufen müssen, weil mein altes leider im Dauerregen auf dem Motorrad Wasserschaden erlitten hat. Ist halt echt doof, wenn das Display schon gesprungen ist, die Kombi nicht wasserdicht ist und man 9 Stunden durch den Regen fährt. Hat das Handy nicht überlebt, war kaputt, ich musste mir ein neues holen. Hatte natürlich, wie die Profis das so haben, auch absolut kein Backup oder sonst irgendwas und musste alles neu installieren. Und bei der YouTube Studio App muss man nochmal separat in den Einstellungen einstellen, dass man über Kommentare per Push-Up-Nachricht informiert wird. Das wusste ich nicht. Ich dachte, das passiert einfach so. Und hatte mich schon gewundert, weil ich ab und zu mal einen Kommentar gesehen habe und mir dachte, Mensch, du hast ja gar keine Nachricht bekommen. Das war aber auch vorher schon ab und zu mal so, also hundertprozentig Verlass auf die App war eh nicht. Noch nie. Gab immer mal, dass irgendwelche Kommentare aufgetaucht sind und ich keine Info drüber erhalten habe. Und ja, ich hatte das halt komplett vergessen. Nicht dran gedacht, nicht gewusst, dass man das nochmal separat einstellen muss. Und deswegen könnte es leider passiert sein, dass ich den einen oder anderen Kommentar erst relativ spät beantwortet habe. Ich habe jetzt halt überall mal durchgeguckt und bin gerade dabei, alle Kommentare, die so gekommen sind in den letzten 2 Wochen, irgendwie zu beantworten. Zumindest die, die ich nicht gesehen habe. Also sorry an der Stelle, war nicht böse gemeint. War einfach wieder eine dumme Anreihung von Zufällen. So, was ist denn jetzt hier? Komm. Ach, was ist wirklich? Warum muss das schon wieder Nacht sein, ne? Da kommt der Nächste. Das ist alles wertvolle Zeit hier. Ich würde es ja gerne schaffen, ihn mit einem Baum zu erschlagen. Wollen wir das mal probieren? Er zieht uns doch, naja, 2 zieht er uns ab, aber wir haben auch plus 37. Wäre geil, wenn wir das mal schaffen. Wir haben auch relativ lange keinen Troll mehr gesehen. Dafür, dass es eine Zeit gab, wo wir fast... Ey, das gibt's nicht. Ah, der war nicht zu sehen. Ich habe das jetzt echt nicht gesagt, weil ich einen gesehen habe. Ich guck's mir danach nochmal in der Aufnahme an, ob der irgendwo im Augenwinkel zu sehen war gerade. Aber ich schwöre euch, ich habe ihn nicht gesehen. Auch nicht schlecht. Ja, ich wollte gerade sagen, obwohl es ja mal eine Zeit lang so war, dass wir fast in jeder Folge einen abgekriegt haben. Und ich schon verwundert war, warum so viele davon rumrennen. Aber ich muss sagen, mit 38 Leben ist das halt auch... Aber wir können dann... Eigentlich ist es gut, dass der Troll kommt. Aber ich muss echt ein bisschen aufpassen, ne? Eine Vergiftung mit so wenig Leben ist halt auch nicht so geil. Uiuiuiui. Und der Troll wird auch langsam etwas aggressiver. Ach, Menno, ey. Schön, währenddessen der uralte Skill läuft, wird man hier komplett belagert. Ist es ja auch noch so, dass das Spannen auch noch so extremst lange dauert. Ist halt alles nicht so geil. Na komm, schlag doch mal zu. Mal wieder kurz stehen bleibst. Aua! Die Sache ist, ich darf halt auch nicht vergessen, wo wir waren. Das passiert nämlich immer in solchen Situationen. Dann rennst du hier blöd rum und irgendwie dem Troll auszuweichen, am Ende findest du deine Baumstämme nicht mehr. Ja, ist eigentlich gut, dass der Troll kommt, weil wir haben so verschiedene oder so viele verschiedene Pfeilsorten gerade im Inventar. Die nehmen halt auch immer Platz weg. Ich wollte die eh mal loswerden. Ich hoffe nur, dass es reicht, weil, na doch, wir haben noch genügend Pfeile. Ich hänge irgendwo. Ach komm. So, einer noch. Dann haben wir ihn. Perfekt. Ich würde ganz gerne die 1 Minute noch nutzen, die wir noch befähigt sind, schneller Bäume zu fällen.
natürlich auch schlau sein können, einfach direkt ein Portal mitnehmen. Jetzt müssen wir zweimal hierher laufen, um das Zeug zu holen. Wenn es schlecht läuft, sogar dreimal. Aber man muss manchmal im Leben auch ein bisschen dumm sein. Was ist denn da vorne los? Irgendwas bekriegt sich. Sind jetzt tatsächlich auch häufiger Skelette unterwegs. Ich habe das gemerkt, als ich Rohstoffe gesammelt habe, die ja sonst eigentlich im Grasland eher selten zu finden waren. Aber das ist halt ganz cool, weil die bekriegen sich mit allem Möglichen. Mit Rehen. Wir sind schon voll. Und dann kloppen wir jetzt die 5 Sekunden hier noch ein paar Baumstämme ein. Ach, ist ja gut, Mensch. So, und dann rennen wir mal zurück. Ich muss mir das hier mal kurz markieren. Ich nenne das jetzt mal Kiefer. Dass wir so viel... Das klang doch schon wieder wie ein Troll. Geh weg, Hirsch. Er hat sogar Schutz bei mir gesucht, weil er Angst hat vor den Gräuling. So, wo sind wir denn? Wir müssen irgendwie in die ganz andere Richtung. Ja, war natürlich ein geiler Zufall gerade mit dem Troll. Ich guck's mir wirklich nochmal in der Aufnahme an, aber ich habe den echt nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob man den irgendwo im Augenwinkel gesehen hat. Gehört habe ich ihn auch nicht. Aber geil war es auf jeden Fall. So, dann lasst mal schauen. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wir haben jetzt, ist das Kernholz? Das ist normales Holz hier drüben. 44 Kernholz haben wir. Gar nicht, warum wir schon wieder so viel normales Holz einstecken haben. Aber vielleicht doch die ein oder andere Tanne dazwischen. Wer weiß. Ja, was ich sagen wollte, was ganz cool ist an den Skeletten. Die bekriegen halt einfach alles hier. Rehe, Wildschweine, Nixen. Es war ganz oft, wenn ich hier aus unserem Grundstück wieder raus bin, um Holz zu sammeln, dass hier ewig viel Zeug rumlag. Mal da unten auch schon wieder. Und das da hinten auch. Ist halt echt ganz cool. Da hat man immer mal ein bisschen kostenlosen Loot. So, wir haben einmal Normalholz. Ich weiß zwar, dass wir jetzt mittlerweile auch aus dem Kernholz und Edelholz solche Stöße bauen könnten. Aber ich würde es erstmal dabei belassen, dass wir die da drüben lassen und mit dem Rest den Rest in der Truhe aufbewahren. Können wir uns später mal noch drum kümmern. So, 44 Stück waren's. Hier haben wir dann schon wieder den nächsten Holzstoß. Den bauen wir uns gleich vorne noch hin. Das Harz packen wir gleich noch in unsere Fackeln am Tor. Oder am Schutzwall. Bisschen Samen noch. Das wollte ich auch unbedingt mit euch noch machen. Wir müssen unbedingt hier draußen mal noch neue Bäume pflanzen. Schaffen wir das noch? Ja, wir schaffen das noch. Was nehmen wir denn am besten? Könnten wir jetzt eigentlich auch Kiefern hier draußen pflanzen? Geht das oder wachsen die nur... Wachsen? Was ist denn heute los? Wachsen die nur im Dunkelwald? Komm, wir probieren das mal. Wir nehmen das mit. So, Stein und Federn können noch weg. Federn, hier ein bisschen Stein. Zack. Wäre eigentlich mal interessant zu wissen. Das startet direkt ein neuer Tag, ist prinzipiell auch nicht so verkehrt. Können auch hier mal noch gucken, wenn wir hier noch eine zweite Reihe von den Kreuzen bauen, ob man das irgendwie noch cooler machen kann. Erstmal harzlos werden. Ihr seht, ich habe hier schon die Reihe, habe ich schon und auch ein bisschen hier lang. Ich packe halt alles komplett voll, dass wir das nicht so oft machen müssen. Versuche das auch größtenteils außerhalb des Videos oder des Let's Plays, aber wenn es sich anbietet, können wir hier auch überall mal noch ein bisschen Harz mit reinpfeffern. So, du baust dich mal hier hin, warum auch immer du jetzt so weit nach vorne guckst. Zwei Holz haben wir noch, die lassen wir hier. Ja, ich glaube, wir lassen das jetzt mit dem Portal, bevor wir jetzt wieder das Zeug für zwei Portale aus dem Inventar holen müssen. Würde ich sagen, lassen wir das erstmal. Vielleicht schaffe ich es heute noch, im Laufe des Tages noch ein bisschen mehr Kernholz zu sammeln. Dann würde ich mir vielleicht doch noch ein Portal bauen. Aber mal schauen. So, wir haben Kiefer. Bam. Das wäre natürlich richtig cool, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Wenn wir uns natürlich einfach hier extremst viele Kiefern hinbasteln, brauchen wir letztendlich nicht immer den Dunkelwald dafür.
Bin mal gespannt, ob es klappt. Wir hauen die jetzt einfach mal alle raus. Wie viel haben wir noch? 15 Stück. Die waren ein bisschen nah aneinander. Tut mir leid. Machen das jetzt einfach mal auf dem Weg zu unserem Holz. Ich weiß halt nicht, ob ich die auch nicht so nah an so Büschen und so platzieren darf, aber effektiv wachsen ja auch viele Bäume mitten im Dickicht. Wird das schon irgendwie funktionieren? Ja, das wäre ja geil. Dann können wir uns eigentlich so einen kompletten Wald aus Kiefern hier hinzimmern. Und daneben, also richtig schön, weiß nicht, wie nennt man das, monokulturmäßig, einfach nebeneinander so ein Hektar Kiefer, ein Hektar Birke, ein Hektar normales Holz. Brauchen wir mal nicht so lange suchen. Obwohl ich sagen muss, Edelholz haben wir echt viel. Also daran mangelt es uns definitiv nicht. Mal gucken, ob es klappt. Können wir uns wirklich jeweils drei Wälder anlegen und haben immer vor der Haustür genügend der feinsten Holzsorten auf dieser Welt. So, ach ey, wirklich, ihr nervt. Also die hätte man mal ein bisschen weniger machen können mit dem Patch. So, das war wieder normales Holz. Warum stand denn jetzt Lock? Lock. Okay. So, hier hinten ist es. Würde ich sagen, wir schaffen es in der Folge bestimmt noch hier alles einzusammeln. Ein Kernholz. Und nochmal schnell nach... Ah, ich komme nicht über den Baum, ne? Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Jetzt. So, gib mir mal Kernholz. Hier hinten liegt auch noch was. Wie sieht's aus? 15 Stück. Wir haben schon wieder zwei Bookberries. Also Brechbären. So, vielen Dank. Dann machen wir jetzt den Rest mal kaputt hier. Ach komm, ey, ihr nervt doch. Ihr nervt so ab. Gar keinen Bock gerade gegen euch zu kämpfen. Da unten liegt auch noch... Achso, das war das von dem Troll. Das können wir aber auch mal mitnehmen. Und hier haben wir auch noch Blaubeeren. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, war auch dunkel, ne? Ach ja, dann kommt halt mal her. So, jetzt ist aber auch mal wieder gut. Inventar ist eh schon wieder fast voll. Ne, schaut mal, das war normales Holz. Das war nicht so geil. Würde zumindest ganz gerne noch ein bisschen Kernholz mitnehmen. Ist das jetzt gerade in beides zerfallen? In normales und in Kernholz? Sah so aus. So, wir sind voll. Aber es ist eigentlich doof. Ich würde ganz gerne erstmal die Steine noch wegschmeißen. Ein bisschen Kernholz wäre schon noch cool. Ich meine, das normale Holz ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber so ein bisschen Kernholz hätte ich trotzdem noch gern. Hier liegt noch was. Hier liegt noch was. So, wie sieht's denn aus? Wir haben 50 Kernholz, 50 normales Holz. Ist okay. Mal gucken, ob ich es heute schaffe, den Rest hier noch einzusammeln. Aber ich denke, das könnte klappen. Ach, überall bleibe ich hängen. Ich hätte mir die Blaubeeren gleich mal markieren können. Die werden ja wahrscheinlich auch immer an denselben Stellen wachsen. Ui, aber ich habe auf jeden Fall eine gute Stelle mit Himbeeren gefunden. Eigentlich relativ nah bei uns an der Basis. Irgendwo da vorne, da waren auf jeden Fall Minimum 6-7 Sträucher. Da können wir in Zukunft immer mal vorbeigucken, bis wir wieder welche finden. Naja, 5 Trollleder, wir haben wieder ein paar Münzen. Wir haben ordentlich Kernholz und normales Holz gesammelt und auch schon gut vorgearbeitet, um den Rest noch zu holen. Und wir haben es auch endlich mal geschafft, ein paar Samen von Bäumen hier zu pflanzen. Bin mal gespannt, ob das was wird. Aber prinzipiell, warum sollte der Baum nicht hier wachsen? Vielleicht nicht die richtigen Nährstoffe im Boden. So, dann. Das sieht so mega kacke aus hier. Das nervt mich. Ich möchte das richtig hingestellt haben. Aber irgendwie... Weiß nicht warum. Jetzt war es doch gerade fast so weit, oder? Wenn wir uns weiter so hinstellen... Ah, okay. Es ist halt so. Ich kann es nicht ändern.
Wird eh wieder abgebaut. Ach, das wird alles so mega cool hier. Ich freue mich drauf. Die Fassade dann mal fertig ist. Ein Dach noch drauf. Wir haben dann auch endlich so viel Platz. Ich sehe es schon vor mir, wie es hier steht. Wir machen mal noch fix das Inventar leer. Dann ist leider schon wieder Schluss mit der Folge. Aber wir haben auf jeden Fall 144 Kernholz. Damit sollten wir erstmal ein bisschen weiterkommen. Hier ist keine drin. Hier haben wir schon eine. Ach, die ganzen Trophäen, die werden wir dann auch alle im Haupthaus aufhängen. Haben wir dann endlich mal Platz dafür. Und generell auch mit dem Objektständer vielleicht unsere Bronzerüstung mal an die Wand. Was war denn das? Das war verkehrt. Farbe war die richtige. Mehr aber auch nicht. So, Blaubeerchens. Da müssen wir auch unbedingt mal noch welche sammeln. Und Brechbären haben wir auch schon ein paar angesammelt. Und die Münzen noch. Schnell die Münzen noch. Was war denn das hier? Ach, die Silberhalskette, genau. Gut, dann müssen wir erstmal Schluss machen an der Stelle. Wir machen morgen ein bisschen weiter mit Bauen und vielleicht noch ein bisschen Holz sammeln. Je nachdem, ob ich heute zukomme. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Vielen Dank, bis dahin. Macht's gut.